möchtest du dich vor Burnout vorbeugen? Ja? Oder du möchtest ein bisschen was über eine minimalinvasive Behandlung von diabetischen Fuß lernen? Oder du hast dich ja ständig gefragt, warum diese Patienten mit diabetischem Fuß immer wieder ins Krankenhaus kommen und nicht nur der Fuß, sondern der ganze Unterschenkel schwarz ist und die Patienten, denen ist das überhaupt nicht klar ist. Wenn dich solche Fragen interessiert haben, dann bleib dabei, das Video ist für dich. Los geht's! Hallo Leute, hier ist Mali von AEW Welt und letzte Woche war ich auf dem Wundkongress in Kassel und da habe ich ein paar gute Sachen gelernt und die möchte ich mit euch teilen. So, erster Punkt war, ich gucke auch so in meine Notizen hier, ja, ich habe jetzt nicht alle Sachen auswendig im Kopf. So, erster Punkt war, darauf zu achten, dass der Patient mit Wunde auch ein Mensch ist, ja. Und das heißt auch, dem Patienten das Gefühl zu vermitteln, dass du dich nicht ekelt vor ihm oder sowas, ja. Also Patienten ein bisschen berühren und ihm zu sagen, das ist okay, eine Wunde zu haben, weil die Patienten schämen sich schon und deswegen kommen sie auch manchmal zu spät zum Arzt. Und das, diese Schamgefühl müssen wir nicht verstärken, sondern auch Patienten ein bisschen begleiten. Ein Thema, was wir so als Ärzte und auch Pflegepersonal gar nicht so manchmal denken, der Patient, der bei uns ist, ja, der ist auch, denkt auch an seine Sexualität ab und zu. Ja, da muss man auch im Kopf halten und manchmal so Patient fragen, ob er irgendwelche psychologische Unterstützung braucht bezüglich des Thema, ja, weil das ist so ein Mensch, der hat ständig eine Wunde mit ständigen Schmerzen, manchmal sezerniert die Wunde und riecht ein bisschen komisch und so weiter. Wie ist das bei ihm und mit seinem Partner und so weiter? Will er das besprechen? Soll ich ihm zu einem Psychologen oder Psychiater irgendwie überweisen oder sowas? Nur das einfach ansprechen. Noch was Wichtiges, was ich jetzt nicht dran gedacht habe, ist an die Motive vom Patienten denken, ja, weil daran denken wir auch manchmal nicht so richtig viel, weil es kann sein, dass diese Wunde ist oder dadurch ist der letzte Kontakt vom Patienten zur Außenwelt besteht, ja, wenn es eine Oma irgendwo auf dem Land und der einzige Mensch, die sie sieht, ist der Mensch vom Sozialdienst, ja, dann will sie auch nicht, dass die Wunde heilt, ja, wenn die Wunde heilt, dann kommt auch kein Mensch mehr zu ihr, ja, oder ein Mensch, der auf einer Reise will oder noch arbeiten und so weiter und diese Motive irgendwie mit einbinden, dass der Patient auch auf sich achtet und mitarbeitet und dadurch gewinnt man. Das ist wissenschaftlich bewiesen, ja, wenn der Mensch sich selbst die Heilung will, dann klappt das auch. Auf die Selbstständigkeit von Patienten achten und zwar bei Patienten zum Beispiel mit Ulcus cururus, ja, dran denken, ja, vielleicht bei Strumpfer anziehen, ob der Patient mit Anziehhilfe alleine zurechtkäme, ohne dass er auf fremde Hilfe angewiesen ist, ja. Das ist auch ein Punkt für uns. Es gab dann auch einen sehr interessanten Vortrag um das Thema, wie soll ich mich irgendwie schützen vor Burnout zum Beispiel und auf mich auch achten, ja? Weil ich muss mich auch als Helfer irgendwie da durchboxen, dass ich zwar den anderen helfe, aber nicht selbst als pflegebedürftig oder hilfebedürftig Ende, ja, und dadurch ist auch, also das habe ich auch gar nicht gewusst, da gibt es so auch ein Prinzip von einem Arzt, amerikanischen Arzt, der heißt Kabat-Zinn und das heißt so die 7 Schritte der Achtsamkeit und durch diese Achtsamkeit, da hofft man, mehr Ruhe ins Leben zu bringen, ja, dass man sich mehr verbessert, ja. Ein sehr wichtiges Thema auch, was da angesprochen ist, ist das Nein zu sagen, ja, weil wir tendieren und je besser du bist, umso mehr sagst du immer ja, wenn jemand dich anruft, ja, du bist irgendwo auf Station, hast 1000 Sachen, kriegst auch einen Anruf, ja, kannst du das irgendwo machen, dann sagst du, ja klar, mache ich das, okay, aber
du musst es auch mit bedenken, irgendwann wird es zu viel und dann versagst du und dann ist es so ein Teufelkreis, ja. Dran zu denken, manchmal Nein zu sagen. Und das musst du auch nicht begründen. Es ist so. Es ist nicht meine Aufgabe, soll jemand anderes machen. Ich mache zwar meine Arbeit, ich gebe auch 110% bei meiner Arbeit, aber was nicht meine Arbeit ist, dann muss jemand anderes machen. Ein sehr interessanter Vortrag war auch von einem Dr. Riesen, Unfallchirurg aus Detmold-Lippe, und der operiert minimalinvasiv in seiner Praxis an Patienten mit diabetischem Fuß. Und sein Prinzip ist einfach gesagt, ist die Knochen, die betroffen sind durch Osteitis, entfernen halt und möglicherweise mehr Weichteile erhalten, ja, und natürlich auf die Schuhe natürlich achten und dadurch auch eine gute Heilung erzielen, ja. Wir haben alle so mal diese Patienten bekommen, ja, wo man denkt, was ist da los? Das sind so Patienten, die kommen 3 Uhr nachts mit dem Rettungsdienst. Das ist nicht ein Fußproblem, das ist ein Unterschenkelproblem. Der Unterschenkel ist schwarz. Die Patienten sind septisch, die sind fast tot, ja, und die werden auch dann notfallmäßig operiert und dann fragt man sie, was ist da bei ihnen los? Haben sie es nicht gemerkt, ja? Und dann meckern auch alle und denken, der ist ja bekloppt. Zu diesem Thema hat der Herr Dr. Risse, das ist ein Diabetologe aus Dortmund, einen sehr interessanten Vortrag gehalten. Der Vortrag gibt es auch als Video online. Das Video werde ich auch in den Kommentaren verlinken. Und zwar, das werde ich jetzt auch ein bisschen zusammenfassen, weil das Video, der Dr. Risse hat Philosophie studiert und dann hat er Medizin. Und der erklärt das jetzt aus der Philosophie und der Medizin. Und zusammengefasst ist es so, ja, also medizinisch denkt man, es gibt einen Körper und es gibt Bewusstsein. Körper ist Körper halt und Bewusstsein kommt vom Gehirn und das Gehirn kontrolliert der Körper. So. Was der Dr. Risse aber meint, es gibt Körper, es gibt Bewusstsein, es gibt aber der Leib. Was ist denn der Leib? Der Leib ist unser Verstand für den Körper, ja, und das ist auch so. Zum Beispiel bei amputierten Patienten, die schon jahrelang danach ein Phantomsyndrom haben und denken, da ist ein Bein, das Bein tut ein bisschen weh oder juckt und so weiter. Das Bein ist Teil von diesem Leib, das ist kein Körper und das ist kein Bewusstsein, das ist Teil von diesem Leib. Und diese Patienten, Diabetiker, die eine Neuropathie haben, ja, die haben sich von diesen Teilen, von den Füßen zum Beispiel, verabschiedet. Das ist nicht mehr Teil von ihrem Leib. Das ist ja genauso, du musst es dir vorstellen, wie bei Patienten mit Phantom, die Schmerzen haben an Teilen, die gar nicht da sind. Diese Diabetiker, die kümmern sich nicht und haben keine Schmerzen, weil für sie diese Teile gibt es gar nicht. Deswegen, wenn du dann Patienten sagst, ja, du darfst nicht laufen, du darfst nicht rauchen, du darfst so und so machen, die nehmen das gar nicht wahr, weil die haben da gar kein Gefühl. Und dann, das ist so ein Teil, ist gar nicht von dir. Ist, ich würde es so beschreiben, das ist, als ob du ein Land hast und du hast das Land verkauft, ja? Und dann, das interessiert dich dann nicht mehr. Es gehört dir überhaupt nicht mehr. Und dann kommt dir jemand und sagt, ja, da ist, baut da jemand irgendwas. Und sagst du, ja, der soll auch bauen. Mir interessiert das überhaupt nicht. So, das waren die paar Punkte, die ich mit euch mitteilen wollte. Ich hoffe, dass es euch gefallen ist. Ja? Wenn ihr irgendwelche Erklärungen braucht oder noch Fragen dazu habt, bitte ab in den Kommentaren oder in der Gruppe auf Facebook, ja, würde ich auch gern beantworten. Und wie gesagt, so fast allen Sachen würde ich auch noch Linke unten in den Kommentaren verlinken, dass man es, wenn es euch mehr interessiert, dass man es verfolgen kann. So, das war es von mir für diese Woche. Nächste Woche geht es um das Thema Notarzt. Macht's gut. Tschüss.